Herr Weyrauth, ich war mir vorhin mit Ihrem Gegenüber, den es ja einig, dass der Heide SV 5:0 vollkommen verdient gewonnen hat. Ja, also stimme ich zu. Wir haben, glaube ich, in beiden Halbzeiten deutlich Chancen plus herausgearbeitet. Hätten, glaube ich, auch mit ein bisschen mehr Glück auch in der ersten Halbzeit schon deutlicher führen können als 1:0. Und ja, insofern, glaube ich, geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Vor dem Spiel habe ich von Ortiner Seite gehört, warum spielt Tiedemann nicht? Als Tiedemann dann spielte, fiel prompt das 2:0. Ja, also wir haben ganz, ganz viele Jungs so auf einem Level so, und wir haben Vertrauen zu allen. Und wenn sich viele die Frage gestellt haben, dann spricht das ja dafür, dass die Überraschung dann auch gelungen ist. Ja, und wie gesagt, Jesper ist ein riesen Fußballer, so, aber diesmal war halt auf der Seite Marvin dran und wir hatten uns jetzt auch erstmalig entschlossen, mit zwei Stürmern zu spielen. Und glaube ich, das hat auch ganz gut funktioniert und wenn man dann solche guten Spieler reinbringen kann, die dann auch gleich das vorentscheidende 2:0 machen können, das ist so umso besser. Dieses Erfolgserlebnis war für Ihre Mannschaft ja auch sehr wichtig, denke ich mal, nachdem wie es in den Punktspielen bisher gelaufen ist. Ja, absolut. Wir haben natürlich schon mächtig Prügel einstecken müssen, gerade zuletzt gegen den Hamburg SV. Davor hatten wir, fand ich, auch von den fünf Spielen drei gute gemacht, außer Drochter sind wir halt nicht gut. Aber insofern war das schon eine große Herausforderung, hier zu spielen, weil uns eigentlich klar war, das hatte ich auch vorher gesagt, dass die Chancen eigentlich 50-50 stehen, weil Eutin eben auch über eine sehr, sehr gute Mannschaft verfügt. Und dann mit dem Mut von Anfang an vorne zu attackieren, versuchen die Chancen rauszuspielen, da gehört auch viel, viel Vertrauen zu und das haben die Jungs noch in sich und das zeigt eben, dass wir noch immer gut davor sind und dass wir die alten Heide der Tugenden mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft eben nach wie vor auf den Platz bringen und das werden wir eben auch weiter in der Regionalliga machen. Dennis Jerks, der Heide SV hat sich heute keine Blöße gegeben, hat in meinen Augen auch in der Höhe verdient 5:0 gewonnen. Kann ich dir nur zustimmen, leider Gottes. Also wir wollten oder haben uns vorgenommen, da definitiv ein schwerer Gegner auch zu sein heute. Das ist uns nicht gelungen, das muss man ganz klar so resümieren jetzt, auch direkt nach dem Spiel. Und ja, auch in der Höhe. Ich denke, auch ein Niki Wulff hat uns da vor einer noch höheren Niederlage durchaus bewahrt. Ja, ich glaube, war zum Teil guter Anschauungsunterricht, wie man kompakt, aggressiv, auch gerade 1-gegen-1-Situationen dann auch schon im Mittelfeld dann verteidigt. Das haben sie einfach besser gemacht und waren uns da in zu vielen direkten Duellen oder Direktgegenüberstellungen auf dem Platz heute überlegen. So, und ich denke, wenn du die einzelnen Situationen dann nicht für dich entscheiden kannst, dann geht das auch in so eine Richtung. Und das war heute einfach der Fall, dass wir auf zu vielen Positionen dann mit unserem direkten Gegenüber, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber ja, zumindest zu oft hinterhergelaufen sind. Wochenende wartet mit dem FC Dornbreite, ein Aufsteiger, eine lösbare Aufgabe. Ja, klar, also ich glaube, alle Aufgaben kann man lösen, theoretisch, aber wir werden einen Teufel tun und Dornbreite unterschätzen. So, ich glaube, es ist eine gute Truppe, hat einen guten Kader. Klar, nehmen wir auch zur Kenntnis, dass da der Erfolg bisher noch nicht so war, aber ich denke, umso mehr, so wie ich die Jungs da kenne aus Dornbreite, werden die heiß sein und brennen, die ersten Punkte zu sammeln in der Oberliga. So, ich glaube, die haben recht guten Auftritt jetzt gehabt gegen den PSV Neumünster. Und die werden uns das Leben mindestens genauso schwer machen. Also da müssen wir ganz schnell uns jetzt wirklich gut vorbereiten in der nächsten Woche, um da dann auch erfolgreich was mitzunehmen.